Da kann ich irgendwie noch gar nicht richtig glauben, eigentlich. Für mich wird es keine andere Boygroup mehr geben, nicht so wie Cotton Yet. In Bastians Wohnung sprachen wir mit Bastian, Benjamin, Eloy und Lee exklusiv über die Hintergründe ihrer Trennung. Nach 6 Jahren läuft im August nicht nur der Vertrag mit der Plattenfirma und dem Management aus. Der Grund ist auch, dass es nach 6 Jahren an der Zeit ist zu sagen, hey, es ist genug, ich möchte mein Leben zurückhaben. Ich persönlich habe genug davon, von zu Hause weg zu sein. Ich vermisse meine Familie und meine Freunde. Nie konnte ich einen Urlaub planen oder eine Geburtstagsparty. Die normalen Dinge des Lebens sind verschwunden. Natürlich wussten wir das, als wir angefangen haben. Aber zu Beginn? Es war mehr klein. Es waren nur unsere 4 und die Fans waren da. Aber nach 6 Jahren, dann bekommt es wie ein Job. Ja, die rufen die an, jetzt gehen wir nach da und da. Und haben Fans gesagt, gehst du morgen auch nach Magdeburg oder gehst du erst nach Berlin? Da habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung, dass ich in Magdeburg bin. Da habe ich gedacht, das ist fremd, du hast kein eigenes Leben mehr, das haben andere Leute schon. 3,5 Jahre feierten Caught in the Act riesige Erfolge. Nach 100 Live-Auftritten, 11 Hit-Singles und 3 Bravo-Ottos kam der Manager den Jungs bei der Auflösung der Band zuvor. Völlig unerwartet erfuhren sie davon am 31. Juli. Letzte Woche haben wir miteinander geredet. Dann haben wir gesagt, ja, vielleicht ist das besser so. Und es ist noch ein großer Schock. Wir sind alle ein bisschen, wie heißt das? Shocked, completely like. It's really weird. Es ist ein unheimliches Gefühl. Ich kann nicht schlafen. Ich habe geweint, ich habe gelachen, ich habe viel geschlafen, nicht geschlafen. Ich bin ja fertig. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen jetzt. Es ist alles ein bisschen wie ein Albtraum. Einerseits bin ich jetzt glücklich, andererseits bin ich natürlich sehr traurig. Wir müssen uns nicht nur voneinander verabschieden, sondern auch von den Fans. Das wird sehr hart. That's gonna be quite tough, I think. Yeah. Ich bin unglaublich froh, dass wir noch immer einander in die Augen gucken können und sagen, hey, ich mag dich super und wir haben so viel zusammen gemacht. Yeah, we've really grown up. Ja, wir sind wirklich zusammen älter geworden. Es ist schön, mit jemandem aufzuwachsen. Ich hatte doch nie Brüder. Because I never had brothers. We know each other so well. Wir kennen uns inzwischen so gut, es wird immer eine enge Verbindung zwischen uns Vieren geben. With the 4 of us. Ganz sicher. Da, for sure. So all you gotta do. Wie es nach der Zeit von Caught in the Act weitergeht und ob es Solo-Projekte geben wird, wissen Bastian, Ben, Eloy und Lee bisher selber nicht. Wir sind es gewohnt, zu 4 auf der Bühne zu stehen. Sollten wir einzeln auf die Bühne zurückkehren, wird es nicht mehr dasselbe sein. Aber hoffentlich wird es eines Tages so etwas wie ein Comeback geben. Heute Abend findet in Magdeburg das endgültig letzte Caught in the Act-Konzert statt. Nächste Woche werden wir euch im Bravo TV ausführlich darüber berichten. Wir sind glücklich, dass wir dieses Konzert noch geben können. So haben die Fans die Chance, uns noch einmal zu sehen. Es wird sehr emotional, aber es ist gut, dass wir das machen. Denn die Fans haben immer zu uns gestanden. Eine so lange Zeit.